Hallöchen Freunde und schön, dass ihr am Start seid. Wir zocken in dieser Folge mal wieder ein bisschen Valheim und zwar machen wir diesmal ja ein bisschen Vorbereitung für den guten Jagdloot. Wir brauchen noch ein paar Sachen, also heute wird nicht so viel gebaut, sondern eher Vorbereitung getroffen. Wir brauchen nämlich noch Blutpudding und dafür brauchen wir Blutsäcke und genau deswegen fahren wir die heute. You can't touch this. You can't touch this. Zack und zack. So, Inventar ist leer. Wir haben extrem viele Pfeile einstecken. Das gefällt mir. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt erstmal... Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal Giftpfeile. Ist vielleicht für den Sumpf nicht das Passende, aber ich weiß halt nicht, wie viele Pfeile wir am Ende brauchen für Jagdloot. Vielleicht kommt uns nochmal so eine Monstrosität entgegen. Wäre natürlich auch mega. Dann kriegen wir vielleicht die Wurzel noch zusammen. Das ist auch wieder typisch, ne? Wenn du normal irgendwo Mann, was ist hier los? Wenn du normal irgendwo langläufst, dann hast du die ganze Zeit irgendwelche scheiß Viecher hier im Wasser, die dir auf den Sack gehen. Und wenn du mal welche suchst, sind keine da. Muss ich mich erst ein bisschen reinstellen? Ach da, Schlundi. Wir nehmen die jetzt einfach im Nahkampf. Gift ist zwar relativ stark, was die verursachen, aber komm. Ah, wir haben natürlich keine Tränke dabei. Perfekt. Schlundis, Schlundis. Wo seid ihr? Ach, hier, können wir wieder ein paar Suttlingkerne holen. Ja, machen wir mal fix. Kann man das eigentlich perfekt blocken? Fliegt das zurück, so wie die Speere? Ach, ich sehe gerade nichts. Wir probieren es mal. Schieß mal los. Ja, oder? Na, kommt her. Die machen ja fast gar keinen Schaden mehr. Geil. Aua. Können wir uns gleich mal markieren. Wir hätten eigentlich zur Insel des Todes gemusst, aber ich glaube, wir haben kein Portal mehr dort. Ja, da waren ja so viele am Start. Bam, jawohl. Da kriegen wir noch ein paar zusammen. Geht doch bestimmt relativ fix. Ich glaube, ich habe schon was gesehen, oder? Hinter mir? Nee, das war ich selber. Schön, wie dumm. Eine Monstrosität wäre schon geil. Komm, wir gucken hier mal noch weiter rum. Wir werden bestimmt noch eine finden. Ich weiß gar nicht, wie viele Wurzeln gefehlt haben, aber ich glaube, so viele waren es nicht mehr. Es ist halt nur schade, dass die Wurzelrüstung so wenig Rüstung gibt. Weil sich so mit Bögen verbessern ist schon ziemlich nice, aber bringt uns halt bei Jagdloot gar nichts. Also mit so wenig Rüstungspunkten gehe ich da nicht los. Kam halt leider zu spät, sage ich mal, das Update. Da waren wir hier schon lange vorbei. Aber wenn du hier so relativ am Anfang im Sumpf bist, erstmal direkt Bögen plus 15, schmeckt. Aua, aua, ist doch gut, leckt doch jetzt nicht. Da haben wir einen ersten, perfekt. Ja, jetzt kommen die wieder alle aus ihren Ecken gekrochen. Nee, auf dich habe ich keinen Bock. Ich brauche Schlundis. Hier, da ist er doch. Hallo. An sich ist er auch gar nicht schlecht. Wenn wir hier mal ein bisschen metzeln, dann kriegen wir nämlich gleich das Schwert noch ein bisschen höher. Trotzdem relativ wenig heute los. Ah, ist aber immer so. Wenn du es suchst, findest du es nicht. Und andersrum halt, ne? Wie viel haben wir zusammen? 6 Stück, Wahnsinn. Wir brauchen noch eine ganze Menge. Ach, schön mal wieder im Sumpf zu sein. Ich habe es früher gehasst, aber mittlerweile sind wir einfach so OP, dass es echt Spaß macht. Ich weiß nicht genau, wo warten wir denn? Guck mal, hier war das. Hier irgendwo war, glaube ich, immer eine Monstrosität. Ah, Schlundis. Da war, glaube ich, immer eine Monstrosität. Ja, ah, perfekt, man muss nur rufen. Jetzt bin ich mal gespannt mit dem Schwert. Wir bräuchten eigentlich... Ah, Mist, der hat das scheiß Schwert aus der Hand genommen. So, ich hab Bock, perfekt zu blocken. Und einen starken Angriff. Oh, bam, guck's dir an. Bloß die Ausdauer kackt wieder rum. Guck mal, das Vieh hat gar keine Chance mehr. Ah, ah, ein Schlag, schade. Wahnsinn, ist das easy geworden, geil. Komm, geh kaputt. 2 Wurzeln. Muss noch mehr bei... Ja, 5 Stück. Hammer, perfekt. Läuft. Geht doch gut los. Wir zocken gerade mal 12 Minuten. Haben schon wieder 4 Suttlingkerne, 5 Wurzeln, 7 Blutsäcke. Komm, boxen. Bam. Zack. Ah. Oh, Rippenbruch. Bam. Schlüsselbein gebrochen. Zack. Hand gebrochen. Unbewaffnet auf 10. Super. Haben wir das auch mal erledigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann einfach nicht drauf warten. Oder ich kann es kaum erwarten, dass endlich das Update kommt, wo die Nebellande zu Leben erweckt werden. Ich hoffe einfach so sehr, dass es dort einen neuen Rohstoff gibt, der nochmal besser ist als Schwarzmetall, wo man nochmal eine neue Rüstung, neue Waffen und so weiter herstellen kann. Das wäre schon geil.
Guck mal, Feuerviecher habe ich es genannt. Schön. Wusste ich noch nicht, dass die Sodling heißen. Hallo. Hallo. Mann, die sind aber auch... Oh, guck mal, hier liegen voll viele Sodlinge. Liegen die immer da in der Mitte rum? Wo ist denn der andere? Dort. Hau ab. Ah, ich wollte es cool machen. Zack, und noch ein Schlundi. Ach krass, da kommen irgendwie so voll Erinnerungen hoch, wenn ich überlege, wie wir damals hier zu geschwitzt haben, wie wir zu kämpfen hatten, um hier irgendwie zu überleben. Der Kampf mit Knochenwanz, da bin ich ja auch so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Und jetzt rennst du hier durch, als wäre es nix. Doch, hier war da einer. Ich dachte doch, ich habe irgendwas gehört. Oh, Stufe 1, Schlundi. Ist da nicht mal zwei Blutsäcke bei rumspringen? Das wäre schon mal irgendwie fair vom Spiel, oder? Mal ganz ehrlich. Weiß halt nicht, wie viel Blutsäcke ein so ein Dings gebraucht hat zum Blutpudding, aber es wären bestimmt zwei, drei Stück gewesen sein. Und ich will jetzt auch nicht bloß mit drei Dingern da hingehen. Also wir sammeln heute schon noch ein bisschen. Gib mir da rein. Ach, hallo, geil. Die nächste. Ja, wir haben halt null Ausdauer, ne? Oh Gott, jetzt müssen wir trotzdem mal ein bisschen aufpassen. Komm, wir hauen mal einen Knochenwanz rein. Die Vergiftung kickt doch gerade ein bisschen. Uiuiui. Er hilft. Ah, scheiße. Nee, jetzt hat sie uns. Oh Gott, wir ertrinken. Nein, wir sterben. Ich möchte nicht sterben. Auf gar keinen Fall. Mann, warum habe ich denn keine Tränke mitgenommen? Weil ich zu unvorsichtig geworden bin. Komm, jetzt Lebensmittel. Kickt mal ein bisschen hoch. Brauchen mal ein paar Leben. Jetzt weiß ich wieder, warum ich den Sumpf gehasst habe. Hier überall Wasser ist, du bist die ganze Zeit nass, hast keine Ausdauer. Richtige Rotze. Bringt denn so ein Pfeil wahrscheinlich gar nichts. Ach nee, komm, kannst du knicken. Ja, Giftpfeil auf so ein Vieh im Sumpf ist halt auch selten dämlich. Ich meine, wir könnten in die Krypta rein, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass die Monstrosität abhaut. Was sie gerade macht? Nö, das kannst du knicken. Komm, mach... Nein! Er hat kein... Ach, wie dumm. Ja, was machst denn du? Alter! Wenn du halt so tief im Wasser stehst, dass der die Waffen aus der Hand nimmt. Na komm, jetzt hau mal ein bisschen Leben hoch. Na gut, wir haben Knochenwanz aktiv. Eigentlich kann uns das Vieh doch gar nicht so viel. Wir müssen mal... Ah, wir haben keine Ausdauer. Wir müssen einfach mal perfekt blocken. Und dann mal einen Starken reinhauen. Wie viel zieht's denn uns ab? Oh Gott, nicht mit Bäumen werfen. So sage ich dir aber. Arme Umwelt. Ja, die Starken bringen eigentlich gar nicht so viel. Weil die Leichten schon genügend Schaden machen. Wir müssen halt nur gucken mit dem Gift. Geil, da haben wir jetzt 10 Wurzeln. Was haben wir denn? 11 Blutsäcke. Reicht immer noch nicht. Wollen wir nochmal schlafen gehen? Aber das Portal hier unten wird nicht mehr stehen. Da haben wir einen. Hallo, hast dich hinter der Baumwurzel versteckt. Kleiner Sack. Ich würde mal sagen, 3-4 Schlundis nehmen wir noch mit. Noch ein... Sag mal, was ist denn hier los? Geil. Wieder 0 Ausdauer. Knochenwanz noch 50 Sekunden, das schaffen wir. Komm, greif an. Bam. Einen starken. Nochmal. Greif an. Ja, das frisst halt auch Ausdauer ohne Ende. Konnte ich nicht mehr perfekt blocken, weil Ausdauer tot. Und wieder gefallen. Ach, sind die easy geworden. Schlundi, jawohl. Kommt alle her. Aua. Noch ein Schlundi. Nein, beiß doch. Oh, oh, jetzt kommen sie alle. Nein, ich ertrinke. Hilfe. Und die Vergiftung kickt. Boah, wie lange ist 4 Sekunden Vergiftung noch? Gut, das geht. Huh, mal kurz durchatmen. Ist ab und zu doch mal wieder spannend. Auch wenn die eigentlich alle... Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Schlundi-Alarm. Schlundi-Alarm. Genau darauf habe ich gewartet. Oh Gott, die Vergiftung. Nein, ich depp, ich depp. 8 Sekunden. Au, 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 au. Jetzt müssen wir aber langsam mal aufpassen hier. Scheiße. Hau ab. Er trifft nicht. Das ist so dumm, was ich hier mache. Komm, wir holen die Schlundis jetzt mal auf sicherem Weg. Die Vergiftung ist halt trotzdem, die kickt halt trotzdem rein. Ich
will nicht nochmal vergiftet werden, gar keinen Fall. So, zack, haben wir jetzt hier Ruhe. Aber alter Schwede, das war doch mal ein Paradies gerade. Blutsack. Geil, Monstrosität. Ah, da schmeißt man Schlamm weg. Haben wir komplett neu. Boah, ist bestimmt auch eine Riesentrophäe. Die machen wir irgendwo ins neue Haus. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Wie sieht's denn aus? Wir haben 21 Blutsäcke. Wir haben 15 Wurzeln. Wir machen fix nach Hause, packen alles in die Kisten. Und dann schauen wir mal, was der ganze Spaß gekostet hat. Dann würde ich sagen, wir stellen schon ein paar Lebensmittel her. Ich hätte halt so Bock, Knochenwanz nochmal zu legen. Einfach um zu gucken, wie es ist. Ah, 3 Stück. Aber guck mal, jetzt haben wir wieder 11. Perfekt. Geil, über diese Trophäe freue ich mich fast mit am meisten. Und 50 Kohle gesammelt. Das ist ja schon fast schlauer, als Holz sammeln zu gehen. Und das dann zu Kohle zu verarbeiten. Das ging ja richtig fix. Gerade wenn du die ganze Spawner hast, läufst ein paar Mal hin und her. Warum habe ich das nicht eher gemacht? Wir haben jetzt 35 Stück. Nehmen wir gleich mit. Und gucken uns mal die Rüstung an, was wir jetzt alles bauen können. Und ein neuer Tag beginnt. Es sieht jedes Mal so schön aus. Ich freue mich immer, wenn wir hier schlafen gehen. Läufst hier vor. Und siehst, wie hier die Sonne aufgeht. Also, Wurzel. Das ging, glaube ich, hier ganz normal an der Werkbank. War ja kein Eisen dabei. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn überhaupt von der Wurzelrüstung schon? Wir haben Wurzelmaske. Das war's? Really? Wir haben nur die Maske gebaut? Rinde, Hirschfell, haben wir alles. Also Rinde und Hirschfell noch. Hirschfell können wir uns bescheißen mit. Dann kriegen wir die jetzt fertig. Ziehen wir die einmal komplett an, gucken uns an, wie es aussieht. Oh, ich hab Bock. Ich hab Bock. So. Ich liebe das, neue Sachen herzustellen in dem Spiel. Wurzel Beinschutz. Bam. Wurzel Kyras. Bam. Jawohl. So, und die Maske noch. Warum habe ich sie nicht gleich mitgenommen? Ich Depp. Wurzelmaske. Kyras Beinschutz. Zack, zack, zack. So, jetzt legen wir mal das hier ab. Was haben wir es denn? Hier? Legt er das ab? Ja. Jawohl, sieht schon geil aus, oder? Mal ganz im Ernst. Finde ich relativ geil. Schade, dass sie so schwach ist. 8 Rüstungswert im Vergleich zu 32. Ist halt schon dumm. Was haben wir denn? Schadensmultiplikator. Resistent versus Stechen. Wurzelrüstung. Wurzel, Wurzel. Ach schön. Irgendwie möchte ich mir hier drüben... Ich weiß noch nicht, in welchem Raum oder ob wir es einfach im Flur, sage ich mal, machen. Aber irgendwo dort hätte ich ganz gerne einmal alle Rüstungen nebeneinander hängen. Oder stehend. Denn Rüstungsständer gibt es ja nur so. Ich weiß nicht, ob die Rüstungen auch normal an die Objektständer gehen, die man an die Wand hängen kann. Probieren wir aus. Wieder ein Stück vorangekommen. Jetzt haben wir alle Rüstungen, würde ich sagen. Jetzt nicht alle auf Max, aber wir haben alle. Blutpudding, da ist er. Disteln, 2 Blutsack sogar bloß, aber 4 Gerstenmehl. Ach, verdammt, das hätten wir mal nebenbei laufen lassen können. Hier müssten wahrscheinlich noch welche drin sein. Oder hier, 17 Stück. 1 oder 2 hatten wir in der Truhe noch, aber viel ist es nicht mehr. 1, Wahnsinn. Was war's noch? Disteln, ne? 24. Können wir uns 12 herstellen, wenn wir noch genügend Mehl haben. Hält halt auch eine halbe Stunde, also ich denke, das sollte passen. Dann haben wir die beste Lebensmittelkombi. Lox-Pastete, Schlangeneintopf und Blutpudding. Aber wir kommen so oder so nicht drum herum, auch langsam mal wieder ein bisschen Gerste zu sammeln und anzubauen. Deswegen machen wir das jetzt mal fix, weil Brot finde ich halt top. So als, ich sag mal, normales Lebensmittel für jetzt nicht die schwierigsten Aufgaben bei 70 Ausdauer ist schon ganz geil. Das ist halt auch so ein bisschen das Doofe hier. Ich meine, wir könnten die natürlich... Wollen wir sie mal legen? Wo ich die ja eigentlich auch gerne irgendwie mal... Konnte man die vermehren? Ach komm, scheiß drauf. Oh Gott, der Angriff kam aber früh. Mann, die kannst du aber auch schwer blocken. Block doch. Jetzt. Und jetzt gibt es hier so einen starken rein. Oh Gott, die Lochse sind schon heftig. Nein. Hä? Hier sehe ich jetzt Zahmheit. Aber erst wenn ich ganz, ganz nah dran bin. Nee, wir müssen die starken machen. Alter Schwede. Ich weiß, warum ich die Viecher hasse. Also ich liebe und hasse sie. Jetzt aber. Und zack. Da musst du schon...
Aber hier 4%. Hatte ich versucht, die hier drüben schon mal zu zähmen? Oder ist das vielleicht die Loxie von der anderen Seite? Mann, jetzt mach doch. Danke. Was, uralte Rinde? Nein, auf nichts anwenden. Okay, mit der Spitzhacke. Schön. Wollte ich gar nicht. Wir bauen die nächste Gäste nicht mehr hier an. Ich fand ja, was wir vor ein, zwei Folgen gefunden haben, die kleine Insel in den Ebenen deutlich geiler, so vom Setting her. Und da habe ich Bock, dass wir es dort machen. Oh, es brutzelt. Ja, komm, brutzel dich aus. Brutzel, brutzel, brutzel. Brutzel! Lass nochmal kurz Inventarprüfung machen. Wir haben 6 Schlangeneintöpfe. 4-mal Loks Fleischpastete, da können wir vielleicht auch noch welche herstellen. Und 7-mal Blutpudding. Also brauchen wir noch Loks Fleischpastete ein bisschen. 2, 3 Stück wäre schon geil. Nein, nein, nein! Warum denn Blutpudding nicht, Depp? Ah, jetzt haben wir wieder 4 Gerstenmehl verbraucht. Weil ich die Moltebeeren nicht einstecken hatte. Kacke. Naja, machen wir halt noch 2. Gerstenweinmischung bereit für den... Hier, muss fermentiert werden. Feuerwiderstand. Aber auch noch nie hergestellt. Müssen wir auch noch machen. Ja. Ja, komm. Genau jetzt muss dieses Scheißholz alle sein, ey. Ich fass es nicht. Dürfen wir jetzt. Vielen Dank. Also, ich wollte nochmal Lox-Pastete machen. Zack. Dann haben wir da nochmal 3 Stück von. Die geht's jetzt nochmal brutzeln. Wenigstens hier noch das Feuer an. Lass noch mal kurz Tränke gucken, aber ich glaube, wir hatten relativ viel hergestellt, ne? Ja, ein 10-mal mittlerer Ausdauermet. 7-mal gesunder. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nie so genau, wann ich das ordentlich einsetzen soll. Also klar, wenn du voller Leben bist, ein Ausdauer brauchst, aber irgendwie denke ich da auch nie dran. Und Gift und Frost brauchen wir nicht. Ach, warte mal, wir können noch irgendwas ausprobieren. Einmal kann die Rinde weg und dann holen wir uns gleich oben mal noch die 9 Trophäen, die wir jetzt in den letzten Folgen gesammelt haben. Dann hängen die mal kurz an so einen Objektständer. Ich will einfach mal gucken, wie die aussehen. Also Monstrosität haben wir bekommen. Wir haben das Riesenvieh gekriegt. Du musst mal kurz dran glauben. Nehmen wir erstmal den Berserker. Ja, jetzt nicht unbedingt schön, aber zumindest relativ groß. Kann man bestimmt irgendwo geil einbauen. Zack. Und hier bin ich echt mal gespannt. Wie riesig soll das werden? Aber sieht halt nicht so nach Monster aus. Ne? Einfach so ein bisschen Wurzel. Finde ich eigentlich ganz geil. Ja, der Weihnachtsbaum nervt hier ein bisschen. Und wir reißen den mal weg. Nein, können wir den jetzt noch bauen? Ach, sag bloß. Ich dachte, wir kriegen den wenigstens wieder ins Inventar, aber nein, wir haben natürlich nur die Sachen dafür gekriegt und wir können den nicht mehr bauen, weil das war nur so ein Weihnachtsspecial, ne? Och nein, da ging gerade ein großes Stück Erinnerung und Vergangenheit verloren. Aha, ich könnte kotzen, scheiße. Aber er hat halt auch irgendwie genervt hier. Man musste woanders hin. Weihnachten kommt nochmal, irgendwann bestimmt. Hier unten eigentlich Gemütlichkeitsraum. Der soll es werden. Und da hätte ich erstmal Bock auf so einen großen Steinthron. Können wir eigentlich gleich mal bauen. Dann Tisch davor und dann hier auch diese Goldstapel. Ein bisschen drumrum, einfach zum Prollen. Kartografietisch mit ran. Ja, komm, wir hauen uns mal hier noch einen Steinthron hin. Dann machen wir wenigstens noch ein kleines bisschen was am Haus. Wächterstein erfüllt ihn dann mit einem magischen Siegel, das andere Spieler daran hindert, Gebäude zu errichten und Türen zu öffnen. Ja, brauchen wir eigentlich nicht, aber als Deko... Ach, das ist Haldor. Wird das dann auch so eine Blase? Komm, das probieren wir auch mal noch fix aus. Augen. Edelholz war es, glaube ich, noch. Und ein Sortlingkern, ne? Schmeißen wir mal hier hin. Oh, Hugin ist mal wieder da. Ich fasse es nicht. Hallo, lange nicht gesehen, Kumpel. Du hast einen Wächterstein errichtet. Der Wächterstein verströmt eine mächtige Aura, die andere Wikinger am Errichten von Gebäuden hindert. Außerdem verschließt er alle Türen in seinem Einflussbereich. Okay.
Mensch, Hugin. Ewigkeiten nicht gesehen. Da kommst du mal wieder rum. Wächterstein inaktiv. Aktivieren. Deaktivieren. Und ich kann anscheinend auch Erlaubnis geben, wer doch was bauen darf und wer nicht. Ist natürlich auf einem großen Server, wo viele reinkommen können, Gold wert. Aber was meint er mit verschließt alle Türen? Wahrscheinlich nur, wenn jetzt jemand anders hierher kommen würde. Oder vielleicht auch nicht. Aber wir bauen trotzdem uns einen hier hin. Besser. Aktivieren, Haldor. Guck mal, da leuchtet er so geil hier oben am Eingang. Ja, der fetzt mir. Also, noch fix, komm. Ich wollte doch noch was bauen. Steinthron. Stein, Hirschfell, Wolfspelz. Ach schön, dass Hugin mal wieder da war. Ich hab den vermisst, den alten Kumpan. Am Anfang ging er dir ständig auf den Sack und irgendwann war er nicht mehr da. Ich habe extra schon solche Dinger gebaut, dass ich zumindest ab und zu das Gefühl habe, er wäre in der Nähe. Also ich würde das dahin basteln, obwohl ich... Nee, es muss weiter rüber. Ich wollte schon sagen, es ist nicht ganz mittig zu den zwei Dingern hier. Aber irgendwie, wenn ich es mittig setze... Ist nicht ganz mittig mit... Hä? Oh, jetzt sag nicht, ich kann das nicht auf Holz setzen, weil das Stein ist. Ach, hör doch auf. Was für ein Quatsch. Ich mache da jetzt hier nicht meinen Fußboden wieder in Arsch. Wer kann denn sowas riechen? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Back irgendwas. Ach, scheiße. Das ist jetzt echt ärgerlich. Vor allem, ich würde ja was rausnehmen und eine Steinplatte reinhauen. Aber wir haben das ja alles auch so versetzt gebaut, dass ich gar kein rechteckiges... Also gar kein Rechteck ausbauen kann. Wir könnten dann höchstens versuchen, dass wir es ein bisschen reinbauen oder dass wir dann kleine dran setzen. Aber so reinbauen sieht doch auch kacke aus, oder? Ja, ich glaube, ich finde es jetzt schon kacke. Geil, jetzt können wir uns hinsetzen wie der Big Baba. Füße im Boden, aber naja. Ja, ich habe überlegt, wir könnten vielleicht eine Steinplatte setzen und dann nur die kurzen nehmen. Jetzt müssen wir halt bloß mal gucken, weil ich glaube, wir haben kein Steinmetz in der Nähe. Hier geht's los. Zack, 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 das einmal raus. Doch, wir haben Steinmetz in der Nähe. Wo waren denn die Platten? Hier. Boah, die sind aber auch riesig. Ja, die gibt es auch nicht in klein. Wir müssen halt genauso eine Platte. Ja, eigentlich so. Nee, wir kriegen es immer noch nicht raus. Oder rein. Nee, die ist einfach so hoch, oder? Mit Erhöhung? Jetzt haben wir natürlich wieder nicht genug Stein, ne? Hm, sieht irgendwie alles kacke aus. Mann, das ärgert mich jetzt. Ich hole mal noch ein bisschen Stein und wir probieren es mal aus. Aber so richtig gefallen tut es mir nicht. Aber wenn, dann muss doch der Thron hin, oder gab es noch einen anderen? Rabenthron. Vielleicht bauen wir auch einfach den. Man hat bloß keine Eisennägel, obwohl mir der eigentlich optisch besser gefällt. Ist halt die Frage, kriegen wir dieses Podest irgendwie noch verschönert? Mal wieder hier mit irgendwelchen Planken drumherum. Ja, nee, das sieht einfach kacke aus. Sind wir mal ganz ehrlich, brauchen wir nicht weiter probieren. Jetzt wird es schon wieder so dolle dunkel. Wir müssen hier unbedingt mal Fackeln errichten. Dann bleibt es jetzt erstmal so, wie es ist. Es sei denn, wir können irgendwie auf die Schnelle noch was Geiles bauen. Wo hatten wir denn hier Kartografietisch brauch? Ja, hätten wir alles. Aber komm, heben wir uns für die nächste Folge auf. Dann basteln wir hier noch ein paar schöne Teppiche und so hin. Hirschläufer auch noch. Gleich mit rüber. Zack, sieht richtig kacke aus, aber wir lassen es erstmal. Wir müssen die Gemütlichkeit, na gut, auf der 6. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit Valheim. You can't touch this. You can't touch this.